2,5 Minuten im Eiswasser? So wollt ihr danach auf jeden Fall nicht gerettet werden. Im neuen Film zur Detective-Serie Luther landet der Kommissar nach einer wilden Verfolgungsjagd in einem eiskalten See. Luther wird bewusstlos, kann aber aus dem See gerettet werden. Die Ersthelfer packen ihn natürlich sofort in Decken ein, lassen ihn aber kurz darauf schon wieder durch die Gegend spazieren? Wir haben mal mit einem Notarzt gesprochen und der sagt, die Kälte löst direkt beim Eintauchen einen heftigen Atemreiz aus. Luther hätte in dieser Situation also maximal 15 Sekunden die Luft anhalten können. Danach wäre er also ertrunken oder bewusstlos. Diese 2,5 Minuten aus der Szene, in denen er ja sogar noch mit dem Handy rumhantiert, sind also Quatsch. Wobei man sagen muss, grundsätzlich kann man tatsächlich einige Minuten im Eiswasser überleben, sogar wenn man bewusstlos ist und nicht atmet. Allerdings hätten Luthers Retter ihn hier nicht nur sofort reanimieren müssen, sondern auch deutlich länger beatmen, als wir es im Film sehen. Und selbst wenn sich Luther fit gefühlt hätte, hätten sie ihn nach so einer Situation wirklich sofort ins Krankenhaus bringen müssen, weil er höchstwahrscheinlich noch Wasser in der Lunge hat. Seid ihr auch so krasse Detectives? Dann findet doch mal den Abo-Button.